Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video mit Commentary und zum ersten Video von League of Legends hier auf meinem Kanal. Und heute wollen wir mal was richtig Großes probieren. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich versuche jetzt hier mal eine ganze Reihe von Level 1 bis Level 30, also wie lange man da halt von League of Legends auf League of Legends braucht. Das versuche ich jetzt einfach mal alles aufzunehmen und eben alle Fortschritte hier festzuhalten. Ja, aber jetzt fangen wir einfach mal an. Kooperatives Spiel müssen wir als erstes Spiel machen. Da müssen wir bei klassisch Kluft der Beschwörer und hier halt irgendwo anfangen. Gut, was machen wir? Das seht ihr schon, es dauert alles ungefähr so 30 bis 45 Minuten. Das müssen wir machen. Und danach kommen eben erst die normalen Spiele. So, jetzt wird das Spiel auf jeden Fall gestartet. Es wird zumindest eins gesucht. Ihr seht hier, Match gefunden. Wir nehmen an. Und, hallo, fünfter Spieler. Perfekt. Ich nehme jetzt auf jeden Fall erstmal Katarina, da ich mit der am besten spielen kann. Und jetzt gebe ich mal an, ich gehe in die Mitte. Und hier hätte ich gern. Uiui, da gibt's gar nichts Gescheites, okay. Ja, gut, machen wir es halt so. Ja, okay. Dann lassen wir das einfach mal so. Jetzt warten wir, bis die anderen fertig sind. Und ja, Katarina spiele ich jetzt eigentlich schon gern. Denn ich bin jetzt auf dem anderen Account, auf meinem Hauptaccount Level 18. No, I said mid. Okay, achso, es wird auch ein Anfänger sein. Von daher wird er noch nicht wissen, wo der hin will. Ja, aber wie gesagt, auf dem anderen Kanal bin ich jetzt auch schon Level 18. Bin zwar immer noch ein Noob, weil ich immer mit den gleichen Champs zocke, aber ich versuche mich echt zu bessern. Und hier versuche ich jetzt einfach mal schnell hoch zu leveln. Mal ein bisschen zeigen, was gibt's so für Champs. Und geht's jetzt mal los. 17 Sekunden, 16. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt League of Legends hauptsächlich. Was? Kata 2. So. Ja, einfach mal schauen, wie das Spiel jetzt wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird nicht ganz so geil. Och man. Ja, wenn man halt kein gescheites Team hat, dann muss man jetzt erstmal schauen, wie es jetzt wird. Das da sollten alles Computergegner sein. Das heißt, spielen erstmal 5 Spieler gegen Computer. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass so klappt. Das sieht man jetzt im Desktop. Das ist scheiße, okay. Ja, gleich müsste sich's wieder ändern. Perfekt. Jetzt flackert's noch ganz kurz, warum auch immer. Hallo? Ah, jetzt. Nee, halt. Komm. Jetzt, perfekt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass man es bei euch auch sieht. Wenn nicht, wäre es ein bisschen blöd. So. Aber irgendwie zeigt mir halt mein Bildschirm an, dass es bei euch so ein bisschen flackert. Warum auch immer. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es funktioniert. Hier sehen wir noch unseren Ping, unseren Fortschritt, das ganze Zeug. Und ja, jetzt unterbreche ich mal kurz den Ladevorgang und wir sehen uns dann gleich in-game. Bis gleich. So Leute, hier sind wir jetzt endlich. Wir sind jetzt in-game. Ich kaufe mir erstmal ein paar Standardsachen. Die muss man sich am Anfang kaufen, da könnt ihr hier einfach kaufen. Jetzt ändere ich noch meine Kameraeinstellung. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall mal in die Mitte. Okay. Okay, was war das? Was haben die da im Chat geschrieben? Ach so, okay. Ja, keine Ahnung. So, mal schauen, vielleicht ist da schon jemand. Ich glaub's aber ehrlich gesagt nicht. Ne, war klar. Hier am Anfang bei den ganzen Bot-Spielen sehen wir jetzt erstmal noch das hier. Auf Reinkameramodus aus. Nee, komm. Okay, müssen wir anscheinend machen. Ich hab's aber lieber so. Der bekommt jetzt mal kurz was ab. Annie, okay. Ja, nee, Achtung. 2, 1, bam, komm.
Okay, nee, wird anscheinend nix. So, dann warten wir jetzt mal ganz kurz, bis das Spiel endlich begonnen hat, denn wir müssen jetzt warten, bis die Vasallen kommen. Das kann auch ganz kurz dauern. Ups, fail. Ganz kurze Unterbrechung. So, und weiter geht's. Sag nur, es laggt jetzt. Hallo? Oh Gott. Okay, kurze Unterbrechung. So, da sind wir jetzt wieder. Irgendwie hatte mein Computer irgendwelche Probleme mit der Aufnahme. Bin jetzt kurz geswitcht auf ein anderes Programm. Und hoffe jetzt einfach mal, dass es hier so geht. Der muss aufpassen, perfekt. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass nur nichts groß passiert ist. Ich bleibe jetzt auf jeden Fall erstmal in der Mitte. Mit Q hat man die erste Fähigkeit. Da kann ich zumindest jetzt mit Katharina so einen Fernschuss abgeben. Oh, Annie kommt. Okay. Bam. Ist auch ganz nützlich eigentlich. Ansonsten, wenn ich jetzt einfach so angreifen würde, dann würde der nichts anders machen als so. Jetzt habe ich noch die B skillen können. Komm. Jawohl. Jetzt haben wir auf jeden Fall den ersten Gegner getötet. Ist für den Anfang mal richtig gut, denn dann wird man irgendwann gefeedet. Und das heißt, dass man dann irgendwann stärker ist als die anderen. Ihr seht schon, in-game bin ich Level 2. Der andere ist zwar Level 3, aber das macht nichts. So, und jetzt habe ich hier meine drei Standardfähigkeiten freigeschaltet. Q ist wie gesagt der Fernschuss. W ist sowas. Und E ist dann Teleportation zu einem Gegner oder zum eigenen Vasall. Vasall sind die kleinen Dinger. Und die helfen eben, dass man hier die Gegner tötet. Eigentlich ganz logisch. So, Annie wurde schon ein bisschen getroffen. Perfekt. So, hier sehen wir unsere Items. Ich habe jetzt gerade mal kurz mit 2. Ach komm, gehe ich halt hoch. So, mit 2 habe ich jetzt kurz einen Heiltrank genommen, den ich vorhin gekauft hatte. Ein Verbündeter. Ach, ist er dumm. Ja, natürlich. Kaum bin ich weg, wird er getötet. Oh, nee. So, jetzt habe ich kurz E genommen. Da habe ich mich kurz weggeportet. So, moin, was geht? Na, alles fit? Bam, bam. Oh, scheiße. Nee, doch, alles gut. Jetzt nehme ich nochmal einen Heiltrank, den habe ich kurz nötig. Oh Gott. Oh Gott. So, meine Q-Skillen. Bam. Oh nee. Der ist ein bisschen zu stark für mich. Aber gut, wenn jetzt der eine halt, der Yasu da unten, in die Mitte gehen will, bleibt mir halt nichts anderes übrig, als hier nach oben zu gehen. Ich meine, Spiel will ich jetzt auch nicht unbedingt verlieren. Und von daher mache ich das jetzt einfach mal, dass ich hier hochgehe. Und hoffe jetzt einfach mal, dass der in der Mitte besser ist als der Bot. Wenn nicht, wäre es ein bisschen armselig. So, aber das passt erstmal. Da ist wieder der Bot. Der kommt mir jetzt hinterher, warum auch immer. Bam. Aha. Hat ja zwar nicht viel Schaden gemacht, aber egal. So, komm. Was willst denn du? So, wieder getroffen. Fertig. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh, hatte ich jetzt Glück. Jetzt gehe ich kurz mit B zurück in mein Base. Da kann ich mich nämlich heilen. Und neue Items kaufen. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. So, ich hole mir jetzt noch einen Heiltrank. Dann hole ich mir als erstes Item erstmal Ludens Echo. Da sehen wir hier die Zusammensetzung. Da nehme ich mir jetzt erstmal Ätherrauch. Und ja, das haben wir jetzt. Das macht dann plus 30 Fähigkeitsstärke. Und Fähigkeiten sind eben hier unten die Dinger da. Ja, wie auch immer. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, Garen, was machst du? Ja, sieht gut aus. Okay. Ja, auf jeden Fall will ich jetzt mit der, ja, Let's Play-Videoreihe
von League of Legends mal probieren, alles aufzunehmen. Ich weiß, ich bin jetzt so ein bisschen aufgeregt, aber kann ich leider nichts machen. Ja. Oh, da oben sind wieder. Bam. Der hat mich getroffen. Scheiße. Ja, doch, alles gut. So. Moin. Ja, alles gut. Oh Gott. Oh. Jetzt nochmal meine Q-Skillen. So. Wieder einen Heiltrank nehmen. Ja, jetzt fange ich es nochmal ans Thema. Ich wollte ja eben noch sagen, was ihr jetzt damit machen wollt und mit der ganzen Videoreihe. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, meinen kompletten League of Legends Fortschritt mit dem Account hier aufzunehmen und dann eben zu zeigen. Ist ja logisch. Und ja, das sieht man dann einfach, wie man sich so entwickelt von Level 1 bis Level 30. Nach Level 30 kommen zwar noch andere Ligen und alles, aber Level 1 bis 30 sind erstmal die Standarddinger. Und da will ich jetzt einfach mal gucken, wie euch das so gefällt und vor allem, ob ich das überhaupt durchhalte. Ja, aber ich gehe da jetzt einfach mal positiv gestimmt dran. Denn League of Legends spiele ich eigentlich schon richtig gern. Oh. Na, was mit dir? Da kommen sie wieder. Hä? Ja, okay, geh halt drauf. Auch gut. Bam. So. Und hier nochmal. Also unser Garen geht auch nicht zurück. So. Jetzt sind wir aber hier. Oh. Was macht der? Oh Gott, oh Gott. Bin fast down, aber wenn ich jetzt den nochmal so treffe, perfekt, dann läuft die Sache. Gleich kann ich mich auch wieder heilen, wenn ich will. Denn das ist sozusagen eine Sofortheilung. Die Fähigkeit wählt man aber vorm Spiel noch aus. Habt ihr vielleicht auch gesehen, bin mir nicht sicher. Und bam, 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 bam. Nein! Gerade eben habe ich wieder eine Fähigkeit skillen können. Da habe ich meine Ulti, also Ultimate, geskillt. Und die ist nämlich richtig stark, zumindest bei meinem Champ. Aber hat anscheinend nicht gereicht, um jetzt hier komplett was zu reißen. So, aber da sieht's gut aus. Hallo. Bam. Was macht denn unser Garen? Wow. Wow, wow, wow. Ja, okay, nee, ich bleib hinten. Ja, nee, ich helf dem. Oh Gott. Garen, komm, komm her, komm. Hier, hier, hier. Bam. So. Jetzt habe ich ein bisschen geheilt, denn die Fähigkeit heilen, die ist so eine Flächenfähigkeit. Das heißt, da werden mehrere. Okay, das sind Franzosen, merci beaucoup. Sieht zumindest so aus. So, no problem. Ich denke mal, der hat sich jetzt fürs Heilen bedankt. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bleib hinten. So, mal kurz angehittet. Der rennt mir aber auch wirklich ständig hinterher. Ja, gut. Bam. Oh Mann. Das Anfangsspiel gegen die ganzen Bots ist eigentlich immer ziemlich langweilig, weil die nie so stark sind wie eben Spieler. Wobei, als ich mit League of Legends angefangen habe, da fand ich sogar das Spiel hier richtig schwer. Obwohl ich sehe ja, dass die Gegner halt nicht unbedingt stark sind. Aber gut. So, mein Ultimate wieder eingesetzt. Ja, hallo? Ne? Ja gut, da hat mich mal der Gegner ein bisschen gut getroffen. Und umgelegt. Kann man machen, muss man aber nicht. So. Plus 60 Fähigkeitsstärke, okay. Wie sieht's da oben aus? Oh! Wow, Garen könnte die kriegen. Oder auch nicht. Wie sieht's hier in der Mitte aus? Hätte wahrscheinlich besser ich gekämpft. Da ich schon ein bisschen geübt bin, in der Mitte mit Katarina gegen Annie zu spielen. Aber gut. Wenn der unbedingt will, auch egal. Ich bin getötet. Oh, da unten bei Bot. Das sieht's richtig gut aus.
Oh, nice. Ja, das Spiel werden wir auf jeden Fall gewinnen, denke ich. Na, jetzt sind 12 Minuten um, seht ihr hier oben. Das heißt, bei uns müsste auch langsam mal der erste Turm hier auf der Top-Lane fallen. So, hallo. Ich würde jetzt gerne mal farmen. Denn die gegnerischen Vasallen, die geben immer richtig viel Gold. So, und drauf. Komm schon, wo ist der Turm? Da ist der Turm. Oh Gott, da kommt schon wieder ein Gegner. Egal, mich juckt's nicht. Ich geh drauf. Oder war's vielleicht doch falsch? So, den nochmal kurz drauf gehen, bam. Oh Gott. Oh Gott. Heiltrank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jo, alles gut. Perfekt. Ultimate. So. Wow, Garen hat gerade noch überlebt. So, komm schon. Nee, ich schaff's nicht. Nein. Da muss ich jetzt wirklich hinten bleiben. Oh. Oh. Was macht denn der da? Nee, okay. Bleiben wir doch noch kurz hinten. Jetzt gehen wir mit den Vasallen vor, denn immer werden die Vasallen zuerst angegriffen, bevor ein Spieler angegriffen wird. Und bam. Turm ist weg. So, GG. Jo. So, hier gehen wir wieder mit unseren super tollen Fähigkeiten drauf. Später werde ich auf jeden Fall mal versuchen, mit anderen Champions zu spielen. Da immer die gleichen. Also, immer die gleichen Champions schon ziemlich langweilig werden kann. So, und der rennt mir. Oh Gott! Alter! Ey, der ist schon stark. Muss man einfach mal sagen. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass die Bots ziemlich schlecht sind, aber das sind die irgendwie gar nicht. So, wo sind wir? Oh ne, wir haben eine 0,5er KD. Wir haben einen Kill gemacht, sind zweimal gestorben. Oh Mann, richtig schlecht. Ich würde echt so gerne in die Mitte gehen. Aber gut, da ist halt der schon. Wenn der unbedingt Bock hat, soll er halt machen. Juckt mich nicht. Hier unten... Wobei. Oh doch, sieht schon. Wow. Der Turm ist auch schon gut angehittet. Richtig gute Arbeit. So, was macht. Was macht der? Erst jammert der, ja, er will in die Mitte, aber. Och nö. Ist es dem sein Ernst? So, Ultimate. Bam, 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 bam. Meins, meins. Komm. Mein Gegner, meiner. Komm. Mein Kill. Bam. Jawohl. Jawohl. Perfekt. Bam. Und jetzt können wir endlich mal weiter vor zum nächsten Turm. Bam. Manche von euch werden ja vielleicht auch League of Legends schon kennen bzw. spielen. Könnt ihr einfach mal unten die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, welches Level ihr seid. Oder generell, wie ihr heißt oder so. Da werde ich auf jeden Fall auch mal gucken, ob da jemand dabei ist, mit dem er aufnehmen könnte. Oh Gott. Nunubot. Der hat einen coolen Namen. So. Da mal wieder ein paar Vasallen umgelegt. Oh Gott. Nein, das war so dumm. Ah, nein. Ja, was willst denn du? Nee? Oh Gott. Ah, ich war so dumm, ich hätte mich teleporten können. Och nee. Ja, aber jetzt können wir endlich Ludens Echo kaufen. Da werdet ihr sehen, das ist eine richtig, richtig geile Waffe. Danach werde ich mir auf jeden Fall noch Schuhe holen. Da sind wir dann ein bisschen schneller. Und ja, 2 zu 3, ja. Ja, gut. Kann man machen. Ist nicht ganz so schlecht. Wobei eigentlich schon. So, und wenn dann später mal die Todeszeit, also wie lange man dann tot ist, länger ist, da werde ich auf jeden Fall eine kurze Timelapse dann einbauen. Damit ihr halt auch nicht so ein ellenlanges Video habt, ist ja auch irgendwann langweilig mit der Zeit. Oh Gott.
Oh Gott. Ah. Die haben den noch bekommen. Schade. Und da hinten war auch noch irgendwo einer. Egal. Los. Komm, 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 komm. Sprint, sprint, sprint. Irgendwie bin ich im Moment noch richtig schlecht. Aber ihr habt es gerade eben schon gesehen, die Wirkung von Lunens Echo. Das sind so lila Dinger rausgeschweppert, sage ich jetzt mal. So, was willst du? Jetzt seht ihr es nochmal. Und es ist einfach noch mehr Flächenschaden. Das ist einfach richtig nice. So, da habe ich mir nochmal ein bisschen was gegönnt. Bam, bam. Und jetzt gleich führe ich meine Ultimate aus. Bam. Eigentlich sollte ich den Gegner jetzt bekommen. Perfekt. Nochmal schön mit der Q geholt. Also mit der Q-Fähigkeit. Bam. Und den auch noch. Ja, war zumindest nicht schlecht. Aber kann es sein, dass mir der gerade richtig viel Schaden gemacht hat? Bam. So, komm her. Oh Gott. Die treffen mich schon ziemlich gut. So. Heiltrank habe ich auch nicht mehr. Oh shit. Shit, shit, shit. Egal, ich werde jetzt noch kurz überleben. Ich bin ja auf was down. Aber ich meine, es geht noch. Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen was farme, dann kann ich mir später nochmal cooles Zeug holen. Oh Gott. Oh nee. Oh Gott. Danke, Garen. Thanks. So, jetzt werde ich mir auf jeden Fall hier im Shop wieder was holen. Mal schauen, was es sein wird. Alles gut, bleib hinten. So. So, die Schuhe habe ich mir... Die Schuhe habe ich mir jetzt mal geholt. Jetzt werde ich mir auf jeden Fall mal ein bisschen Leben holen. Oh, Fähigkeitsstärke auch noch, perfekt. Und jetzt sprinte ich wieder hier hoch. Ach nein, was macht denn unser Midlaner? Der ist so schlecht. Aber es war doch wirklich so, am Anfang hat er drum gebettelt, ja bitte, 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 ich will Mitte gehen. Und jetzt ist er schlecht. Ist ja auch super. Oh, komm. Die Leute sind mir die Liebste. Ja, wo ist denn der überhaupt? Ich sehe den gar nicht. Keine Ahnung. So, Ultimate. Die ist einfach bei Katarina, finde ich richtig OP. Deswegen spiele ich einfach richtig gern mit dem Champion. Auch wenn er... Oh shit, das war dumm. So, komm, get down. Egal, holen wir uns halt den Turm, ist auch gut. Garen geht hier unten lang. Oh. Oh, komm. Gönnt ihr. Egal. Nee, komm, dann gönnen wir uns schnell einen Turm. Der ist jetzt nämlich auch down. Bam, bam. Bam. Bisschen farmen. Ich mag farmen. Jo, 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 jo. So, aber ich hoffe jetzt auf jeden Fall mal, dass euch das Format gefällt. Hier gehen wir schon weiter zum nächsten Turm. What the fuck? Aber ist gut. Bam. Da können jetzt auf jeden Fall unsere Vasallen mal richtig gut angreifen. Bam. Und ich würde sagen... Nee. Nee, ich würde nichts sagen. Ich habe schon gedacht, ja, ich könnte jetzt mal zurück teleporten. Aber das mache ich jetzt doch nicht. Hab noch nicht so viel Gold, dass sich lohnen würde. Und ich müsste jetzt wirklich langsam mal einen Heiltrank oder so mal wiederholen. Oh. Die rennen immer noch hinterher. Was machen die? Oh. Das war dumm. Denn jetzt habe ich meine Ulti nicht richtig ausgenutzt. Ach man, nein. Oh Gott. Oh. Schnell zurück teleporten. Ja, da sieht es aber schon ganz gut aus. Jetzt können die die killen. Oh, ich bin schon in der Base. What the fuck? Wie schnell geht denn das? 1250 Gold kostet die nächste Waffe. Das nächste Item, besser gesagt. Ich gehe immer von Waffe aus. Warum auch immer. Oh, ist halt so.
So, wie sieht's hier aus in der Mitte? Oh, da hat jemand gepusht. Auch gut. Ja gut, dann gehe ich mal hier unten hin. Dann sage ich das dem auch noch. Ich bin unterwegs. Oder ich gehe mal lieber gleich Richtung weiter oben. Oder soll ich Miss Fortune holen? Nee, okay, da geht Yasuo hin. Okay. Das heißt, ich gehe wirklich hier mal nach unten auf die Botlane. Und schau mal, ob hier irgendwas ist. Hallo? Jemand da? Oh. Wow. Oh, Alter. So, jetzt erstmal kurz zurück tippen. Gleich habe ich aber mit wieder meine Ultimate, das ist richtig gut. Denn jetzt sind die gleich hier unten. Jetzt kommen die nächsten Vasallen, perfekt. Die wurde jetzt getroffen. Und Ultimate! Ah, jetzt. Ich war kurz. Alter, wie der mich betäuben kann. Richtig übel. 2, 1, bam. Und drauf. Bam. Komm, verreck jetzt mal. Perfekt. Okay, getötet. Lol, ist da gerade einer von uns nebenbei noch gestorben? Nicht wirklich, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ich nehme alles zurück. So, da nochmal durch. Fertig. Und vorpushen. Mal schauen, ob wir jetzt gleich noch einen Turm holen können. Bam. Und hier nochmal. Die weg. Geht ja alles jetzt im Late Game, also Endgame. Richtig schnell. Denn wir sind jetzt ja schon richtig weit vorne. Das ist einfach richtig gut. Oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Ah, halt, ich kann meine Ultimate wieder einsetzen. Jawohl. Bam. Das ist einfach so geil. Wenn ich einfach nur meine Ultimate einsetze, dann sind die Gegner eigentlich schon so gut wie down. So, Annie hol ich mir nochmal. Oh Gott, das war dumm. Aber alles im grünen Bereich. Jo, komm. Das Gold snack ich noch. So, und ab an den Turm. So, die gehen auch wieder ganz schnell down. Jetzt sollten wir aber mal zurückgehen. Ja, was? Boah, ich habe schon gedacht, die stirbt jetzt. Das wäre richtig blöd gewesen. Aber alles gut. Oh, nice. Da hat jemand hier unten einen Drachen getötet. Das heißt, wir sind jetzt nochmal für eine kurze Zeit ein bisschen stärker. Das ist einfach auch richtig vorteilhaft. Ich könnte jetzt mal kurz noch in die Mitte gehen. Und da ist auch noch einer. Oh, ne. So, können du dir den, genau. Und drauf, 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 drauf. Jetzt alle drauf, komm. Es sind zwar nur noch wenige Vasallen da, aber wir müssen den Turm holen. Komm, komm, komm. Perfekt. Oh, jetzt pushen die da unten aber. Egal, wir können die Ultimate wieder einsetzen und dann ist wieder alles gut. Oh. Oh Gott. Irgendwo ist da noch ein Gegner. Oder? Oder auch nicht. Geh doch. Oh. Nee, ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Da hat's kurz geleckt. What the fuck? Jo, alles gut. LOL. Die Gegner sind weiter unten. Dann gehen wir halt mal kurz runter. Macht mir auch nichts aus. Da unten. Oh ja. Die killen wir. Bam, bam. Locker. Easy. Jawohl. Richtig, richtig gut. So. Was? Verbündeter Turm? Ja, egal. Das sind auch nur Vasallen. Jetzt können wir aber nochmal kurz vorpushen. Oder nee. Ich gehe kurz zurück. Da kann ich mir nämlich Items holen, denn ich habe wieder 3000 Gold. Das ist einfach richtig viel. So, was können wir uns holen? Genau, holen wir uns das einfach. Dann noch ein bisschen was für Fähigkeitsstärke. Okay.
Jetzt sind wir gleich fertig. Ich gehe kurz zu Top. Perfekt. Terminiert, was? Nein, Verbündeter wurde getötet. Nein. Jo, alles gut. Ich meine, wir leben immer noch. Bam. Allen mal ein bisschen Schaden gemacht. Und bam. Und bam. Und bam. Einmal durchgehen, bitte. Danke. Ja, jetzt einfach richtig einfach, wenn wir jetzt so richtig gefeedet sind. Ihr seht's, 7 zu 3. Also 7 Kills, 3 Tote. Und das ist einfach richtig, richtig gut. Zumindest wenn wir jetzt im echten Spiel wären. Aber das ist ja sowieso nur ein Bot-Game. Von daher ist eigentlich sowieso egal. Das soll eigentlich nur so ein Einführungsspiel sein. Wie man in League of Legends spielt, damit man nicht gleich mit richtigen Spielern zusammenkommt. Denn für einen echten Spieler, der schon League of Legends spielen kann, ist ja auch blöd, wenn dann einer kommt, der hat gar keine Ahnung. Und verkackt dann einfach wirklich alles. Oh Gott. Ja doch, alles gut. 2, 1 und wir haben wieder Fähigkeit. Bam. 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 Und weiter geht's. Jo, was geht? Ey, komm mal her, bitte. Bam. Kurz getroffen. Oh, nee. Nee, 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 nee. Bleib mir weg. Vor allem Annie. Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Och, nee. Auf die habe ich jetzt wirklich keinen Bock. Wobei, nochmal kurz so. Oh, get down, get down, get down. Bam. Jo. Doppeltötung. Richtig, richtig gut. Das ist einfach so nice. Dann pushen wir jetzt nochmal vor, holen uns die Türme und dann sind wir auch schon fast fertig. So. Da, da. Und der noch. Komm. Jetzt können wir hier zum Turm. Alles locker, chillig. Dann holen wir die mal alle her. Jetzt töten wir die. Nochmal Ultimate ein bisschen skillen. Oh, da kommt wieder einer. Ach nee, das ist jetzt richtig blöd. Ja doch, egal, das passt. Ultimate. Bam. Ich war's nicht. Oh nee. Ja doch, alles gut. Wir leben. Oh. Bisschen Schaden bekommen. Ist aber egal. So, und weg. So einfach ist es, wenn man halt richtig gefeedet ist. Und gefeedet heißt, dass man einfach richtig viele Kills machen konnte. Jetzt können wir uns... Ah, oh, nee. Da ist wieder Gegner. So, den kurz holen. Kurz ins Gebüsch. Nein! Oh, nein! Damn. Damn, damn, damn. Oh, da kommt er. Komm, den holen wir uns. Oh, ne. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Ach, ne. Okay, egal, komm. YOLO. Nein. Nein, geh doch einfach weg. Einfach weggehen. Oh, nein. Oh, ich habe mein Ultimate verkackt. Oh, richtig low life. Oh, ne. Wenn der mich jetzt kriegt. Ne, Garen packt es. Komm schon, Garen. So. Die nochmal geholt. Jetzt holen wir uns auf jeden Fall mal schnell... Ne, geht nicht. Die hat direkt ihre Ultimate auf uns ausgespielt. Ah, nein. Oh, Mann. Nicht wirklich. Okay, da würde ich jetzt einfach mal sagen, packen wir hier die erste Timelapse rein, dann noch 30 Sekunden, haben wir schnell gemacht, bis gleich.
So, da bin ich wieder und wir holen uns jetzt noch schnell einen Zauberstab, den haben wir uns gegönnt. Und jetzt rennen wir einfach wieder los in die Mitte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Fähigkeit bringt, da bin ich kurz unsichtbar anscheinend und ein bisschen schneller. Ich habe die ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ich nehme eigentlich immer nur Blitz und Heilen als Fähigkeiten oder Entzünden manchmal auch. Da die einfach meiner Meinung nach die besten sind und die pushen Mitte. Oh Gott. Ja, wobei ich müsste die eigentlich locker down kriegen. Oh, hallo? Okay, geh mal drauf. Jo. Ah, Mann, die. Nee, ja. Jawohl. Komm, get down. Jawohl. Ich gönne mir. Jawohl. Nice. Bam. Jetzt machen wir einfach alle ganz schnell tot. Wir machen alle tot vor allem. Bestes Deutsch. So, aber da vorne ist der Inhibitor. Das heißt, wenn wir den down kriegen, dann sind unsere Einheiten gleich mal ein bisschen besser. Das heißt, wir greifen den jetzt an, machen den kaputt. Und dann werdet ihr gleich sehen, wie dann unsere Einheiten aussehen. Perfekt. Oh, nice. Und bam. Das ist jetzt einfach wirklich richtig nice. Wie man hier einfach nichts mehr zu tun hat. Oh Gott, 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 Gott. Oh. Ich habe nichts gesagt, Leute. Oh Mann. Oh nein. 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 Egal, aber den ihre Türme sind jetzt wirklich so gut wie down. Das seht ihr jetzt noch mal kurz, wie so eine Super Vasalle, also wenn man Inhibitor tötet, wie die aussieht. Jetzt können wir uns eigentlich noch mal schnell was holen, bam. Dann ist das Spiel eigentlich auch schon fast fertig. Noch mal kurz Timelapse, bis gleich. Gegnerische Doppeltötung. Drum zerstört. So, da bin ich wieder und wir sprinten jetzt mal schön nach vorne. Und ich versuche mich jetzt einfach. Bots, Gott, Ace. Ja, ist echt so. Awesome. Ja, die Gegner haben auf jeden Fall jetzt alle uns getötet. Und das ist einfach richtig gute Leistung für einen Computer. Oh lol. Aber da haben wir auf jeden Fall einen Gegner. Da hätte ich jetzt eigentlich richtig Bock, den zu snacken. Komm her. Oh, super Vasallen. Ach stimmt, bei denen sind ja eh alle Türme down. So, da mal kurz alle angehittet. 5, 4, 3, 2, 1. Und? Ultimate. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ich hasse deren Bär. Ja, wobei doch. Läuft wieder. Jetzt können wir eigentlich einen Nexus, also deren Hauptding da. Das, womit die halt leben. Das können wir snacken, da vorne das. Oh, komm. Ah, ich habe noch meine Ultimate. Nice. Ah, wobei. Ja, komm, holen wir uns Inhibitor, dann ist das Spiel schnell vorbei. Nein! Kurz vorm Ende nochmal kurz gestorben. Jo. Aber ihr seht, wir haben gewonnen. Das war einfach richtig einfach, das Spiel. Jetzt klicken wir noch kurz auf weiter. Okay, die Aufnahme ist kurz abgebrochen, aber hier haben wir jetzt wieder unser Feld. Hier sehen wir jetzt, wir haben was geschafft. Und ich ehre unseren Garen, weil der einfach richtig gut gespielt hat. Und ja, hier sind wir jetzt im Endscreen, können wir nochmal schauen. Wir haben 14 Kills gemacht, 6 Mal sind wir gestorben. 6 Mal gestorben, eigentlich richtig schlecht.
Ja, auf jeden Fall war das jetzt das erste Spiel. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bald erwartet uns dann noch das ganz normale Zeug. Dazu müssen wir aber noch irgendwas machen, warum auch immer. Musst du Stufen. Was? Ne, hier. Genau. Wir müssen Stufe 3 erreichen, das heißt, in der nächsten Folge gibt es nochmal so ein Spiel. Und danach fangen wir mit den richtigen Spielen an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like oder generell eine Bewertung da. Und ich hoffe einfach mal, dass euch die Serie gefällt von Level 1 bis Level 30. Wir sind bisher Level 2. Und in der nächsten Folge versuche ich einfach Level 3 zu werden. Weiß nicht, ob man das schaffen kann, aber wir sehen's. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao.